Hey Leute, heute habe ich wieder mal einen Haul für euch. Und zwar war ich, wie ihr vielleicht schon in meinem Vlog gesehen haben, gestern in der IKEA. Und da habe ich mir ein paar Sachen gekauft. Was heißt hier ein paar? Es sind wirklich nicht viele. Aber es sind eigentlich ein paar ganz schöne Sachen. Und dann dachte ich mir, zeige ich euch die einfach mal. So, dann fangen wir auch gleich an. Als erstes habe ich mir diesen weißen Teller gekauft. Oder Tablett, wie ihr das nennen wollt. Das ist hier einfach nur so weiß und hat hier so eine nette Verzierung, sagen wir es mal so. Hat hier unten noch so Noppen. Und das werde ich auf einem kleinen Tisch stellen. Und auf meinen Fernsehtisch stellen. Und da kommt dann noch eine Kerze hin oder so. Und meine Fernbedienung kann ich da schon hinlegen. Und ja, ich liebe diesen Teller wirklich sehr. Dann habe ich mir noch weiter eine Kerze gekauft. Und zwar zoome ich euch da mal hin. Sieht die so aus, die Kerze. Die ist weiß und hat so überall Blumen drüber. Und die ist echt richtig, richtig schön. Also wirklich. Und ja. Ach ja, der Teller hat, glaube ich, 5 Euro gekostet und die Kerze hat 3 Euro gekostet. So, weiter habe ich mir noch eine Bettwäsche gekauft. Und zwar diese hier. Ich werde gleich noch mal ein bisschen näher ranzoomen an das Muster, damit ihr es genau seht. Das ist das Kopfkissen und die Decke. Und es hat ein ganz nettes Blumenmuster. Und die hat 14,99 Euro gekostet. Ich zoome euch da jetzt noch mal hin, dann könnt ihr das Muster noch mal genau sehen. Das ist hier so ein schönes Blumenmuster. Und wie gesagt, das ist Bettdecke und das Kissen. Also so zusammen. Und 14,99 Euro. So, und dazu noch ganz unspektakulär ein weißes Bettlaken für unten. So, und dann habe ich mir noch was ganz Tolles gekauft. Und zwar einen Flauschteppich. Und, ach du Scheiße, der ist ziemlich groß. Und der war im Sale, also wenn man das bei IKEA Sale nennen kann. Der hat halt von 39,99 Euro, war auf 19,99 Euro runtergesetzt. Und der ist echt riesig. Also der ist rund. Der ist rund und ist ziemlich flauschig. Also richtig flauschig. Und der hart auch gar nicht. Und das fand ich so toll. Und da muss ich den einfach mitnehmen, weil der ist so toll. Also richtig toll. Ah, schau mal, wie flauschig der ist. Und wie gesagt, der hat 19,99 gekostet. So, was ich jetzt noch gekauft habe, was ich jetzt gerade nicht hier habe. Ich habe mir noch 3 Gläser, was heißt also so Keramikgläser gekauft. 2 in rosa und 1 in so beige. Da mache ich dann immer meine Milchshakes drin. Und dann habe ich noch Strohhalme gekauft. Da gibt es so neue, dickere, in neuen Farben für den Frühling. Und dann habe ich noch diese Sachen da gekauft, diese, wo man so Tüten zusammenklipsen kann, wo so halten, so Frischhalte-Clipsteile. Ja, das war ja ein ziemlich kurzer Haul, aber naja, ich lade ihn trotzdem mal hoch. Und ich hoffe, euch haben meine Sachen gefallen. Und was ich auch unbedingt noch will, ist eine Lichterkette. Da suche ich jetzt im Internet. Und ja, ich brauche noch ein Nachtkästchen, weil meins ist eigentlich mein Tisch, eigentlich für das Wohnzimmer. Und der muss natürlich wieder her, weil sonst kann ich ja nicht dieses Ding hier draufstellen. Übrigens habe ich dafür die Kerze gekauft, weil ich die dann hier so draufstelle. Oder wo auch immer. Jedenfalls ist die richtig schön, die Kerze. So, dann hoffe ich, hat mein Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten. Ciao!